Hallo Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik und jetzt soll es um einen Horrorfilm gehen, der im vergangenen Jahr sehr oft an mich über die Kommentarfunktion auf YouTube oder via Facebook und Twitter herangetragen worden ist und seine Besonderheit ist, dass der Horror-Splatter-Found-Footage-Movie zusammenpackt mit Episodenfilmen und damit geht es jetzt um VHS, eine mörderische Sammlung. Also so sieht der Deal aus. Wir sollen in das Haus einbrechen und alles, was wir tun müssen, ist nichts weiter als dieses Tape klauen. Ich hab's! Hast du es gefunden? Ja. Welches ist es? Keine Ahnung, Mann. Wir müssen weitersuchen. Er hat gesagt, wir würden es erkennen. Ich habe nichts gesehen. Könntest du das kurz aufnehmen? Was ist mit der Kamera los? Lass sie mich rein! Helfen Sie mir bitte! Ihr werdet alle hier draußen sterben. VHS, eine mörderische Sammlung, im Originaltitel VHS, geht 118 Minuten, ist ab 18 Jahren freigegeben und ist aus dem Jahr 2012. Man erzählt die Geschichte einer Gruppe Jugendlicher, oder besser gesagt junger, erwachsener Männer, die sich ihr Geld damit verdienen, Frauen auf der Straße das Oberteil hochzureißen und sie dabei in flagranti zu filmen. Sie filmen sich auch dabei, wie sie fremdes Eigentum zerstören oder lassen auch die Kamera gern bei dem einen oder anderen One-Night-Stand mitlaufen, während die Partnerin davon aber nichts weiß und verticken diese Bänder dann an einen Pornoschuppen. Als sie sich eines Tages mal wieder selbst dabei filmen, wie sie einen Film von sich selbst anschauen, hat einer der Jungs einen neuen Jobauftrag und das heißt, sie sollen in ein Haus einbrechen und dort eine VHS-Kassette besorgen und mit diesem Deal können sie sehr viel mehr verdienen, aber als sie dort aufkreuzen, merken sie, dass dort ein älterer Mann als Leichnam in einem Sessel hockt und überall im Haus sich VHS-Kassetten mit den abstrusesten Horrorfilmen befinden und diese müssen gesichtet werden, um die eigentliche Kassette zu finden und das ist genau die Rahmenhandlung, um die es geht in VHS, um dann den Schnitt zu schaffen, jedes Mal, wenn eine VHS-Kassette angeschaut wird oder ein Film sich angeschaut wird, um hier episodenhaft das Ganze erzählen zu können und immer wieder diese Rahmengeschichte dieser Jungs zu haben. Und dann geht es halt in die unterschiedlichsten Genres und unterschiedlichen Einzelfilme, die auch einzeln wirklich mit einzelnen Teams, Schauspielern und Regisseuren produziert worden ist. Und das ist eine richtig klasse Idee, denn oft, finde ich, hat man bei Horror, Splatter und vor allem Found-Footage-Filmen, das Ganze sind hier alles Found-Footage-Filme, diese typischen Handwackelkamerastreifen à la Paranormal Activity oder Blair Witch Project, dass die sich oft in die Länge ziehen und oft in ihrem Genre festhängen, aber dadurch, dass man hier viele kleine Filme, die immer so 15 bis 20 Minuten gehen, aneinander reihen kann, kann man in die verschiedensten Materien eintauchen, ohne dabei zu sehr zu übertreiben. Und deswegen bekommt man hier aber auch einen Trip zwischen Saw, Blair Witch Project, The Exorcist und das Ganze eben im Found-Footage-Horror-Look und völlig berechtigt ab FSK 18. Der ein oder andere Leichnam, der hier aufgeschnitten und zerfetzt wird, sieht unglaublich echt aus, sodass man auch gerne mal ins Bonusmaterial an der Stelle hereinschauen darf und ist auch nicht gerade etwas für die allerzartesten Gemüter. Denn VHS ist durchweg schon ziemlich krass, auch wenn ich vieles davon schon, aufgrund dessen, dass ich viele Filme aus diesem Genre sehe, schon gesehen habe, ist es vielleicht für den Otto-Normal-Zuschauer nicht so einfach zu verdauen. Und deswegen ein Streifen, den ich gerade bei Fans doch anbringen würde und sagen würde, der ist sehenswert. Ich sage jetzt nicht, der ist große Klasse, den muss man sehen, der ist auch nicht die neue Erfindung schlechthin innerhalb seines Genres, aber es ist etwas anderes. Wenn man Episodenfilme sonst mit ganz, ganz anderen Genre-Verbindungen bringt, finde ich das hier eine ziemlich naheliegende und dennoch vorher so nicht unbedingt da gewesene Idee und deswegen ist es
ist eine Empfehlung, eine Fortsetzung ist ja schon in der Mache zu VHS. Und deswegen bekommt VHS eine mörderische Sammlung von mir mit seiner etwas anderen Art und Weise und Krassheit, auch wenn teilweise das Material und die Qualität der Streifen, aufgrund dass es Found Footage ist, hier bewusst auf einem relativ niedrigen qualitativen Level gehalten ist. Dennoch wirklich sehenswerte 7,5 von 10 möglichen Punkten von mir in seinem Genre als ja, Horror, Psycho, Thriller, Found Footage, Episodenfilm, wenn es das irgendwie gibt, insgesamt von mir 7 von 10 möglichen Punkten. Habt ihr den Film denn schon mal gesehen? Dann würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Schreibt es gerne in die Kommentare und lasst mich wissen, was ihr über den Streifen denkt. Und ich werde auch das Gefühl nicht los, dass es einer der wenigen Horrorfilme ist, die man vielleicht sogar mehr als einmal sehen kann, weil sie irgendwie mit ihren einzelnen Episoden so relativ kurzweilig sind. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Das war's ansonsten jetzt von mir mit meiner Review zu VHS, eine mörderische Sammlung. Lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr diese mochtet. Lasst es bleiben, wenn nicht. Schaut gerne bei meinen letzten beiden Kinokritiken vorbei oder bei Twitter und Facebook, wenn wir noch ein bisschen über Filme schreiben wollen. Abonniert diesen oder meinen zweiten Kanal, wenn ihr keine Videos von und mit mir verpassen wollt. Lasst es bleiben, wenn doch. Das entscheidet nur ihr, aber morgen um 15 Uhr gibt es hier spätestens ein neues Video. Und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.